Wer ist diese Frau und neben was steht sie da? Das ist Margaret Hamilton. Ihr Name ist vermutlich den meisten unbekannt, aber ihr Beitrag zur Raumfahrt der Menschheit ist buchstäblich riesig. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wer genau Margaret war und was dieser Turm neben ihr ist, dann bleibt dran. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Hamilton war zunächst mal Software Engineer des MIT. Der Begriff Software Engineer wurde übrigens später von ihr mit begründet. Also war sie zu der Zeit in den beginnenden 60ern lediglich eine Frau, die Computer programmierte, ein eher obskures und belächeltes Feld in dieser Ära. Hamilton, unzufrieden mit der damals bekannten Computersoftware, entwickelte ihre eigene Programmiersprache. Die als Flowmatic bekannte Sprache erlangte schnell Beliebtheit in Firmen und Regierungsbehörden. Ihre Karriere aber sollte bald eine ganz andere Richtung einschlagen. Als Kennedy 1962 der Welt verkündete, "We choose to go to the moon", als er forderte, noch in diesem Jahrzehnt einen Menschen zum Mond zu bringen, da hatte man seitens der NASA bereits das MIT kontaktiert. Dessen IT-Division sollte die Software für die Apollo-Missionen entwickeln. Ganz vorn dabei Margaret Hamilton. Hamilton widmete sich mit ganzer Kraft dem Projekt, meist begleitet von ihrer kleinen Tochter Lauren, die gern in einem Simulator der Apollo-Landekapsel Astronautin spielte, während ihre Mutter programmierte. Prozeduren, Best Practices, all das gab es für die Computer der 60er noch nicht. All das musste von Hamilton entwickelt werden. Hamilton sagte selbst, "There was no choice but to be pioneers." Es gab keine andere Wahl, als Pionierarbeit zu leisten. Sie wurde so nicht nur zur herausragenden Figur im Bereich der Informatik, sondern auch entscheidend für das Apollo-Programm. Mit ihrem Team schrieb sie hunderttausende Zeilen von Code. Ein Ausdruck dieses von Hamilton geschriebenen Assembler-Codes, aufgestapelt in mehr als 14.000 Seiten, das ist der Turm, neben dem Margaret steht. Dieser Code brachte die Apollo-Mission zum Mond. Dieser Code ließ Aldrin und Armstrong auf dem Mond landen. Der Anekdote nach testete Margaret Hamilton eines Tages die Flugsoftware, als ihre Tochter plötzlich einen Knopf drückte, der ein Pre-Launch-Programm auslösen sollte. Das Ergebnis? Der Computer stürzte ab, was das fatale Ende der Mission bedeutet hätte. Hamilton begann darauf, alle potenziellen Szenarien durchzugehen und Fail-Safe-Mechaniken und Priorisierungen in den Code zu schreiben. Dafür wurde sie teils belächelt, aber Hamiltons Beharrlichkeit rettete die erste Mondlandung. Als das Landemodul von Apollo 11 sich der Mondoberfläche näherte, wurde der Onboard-Computer mit Daten überladen. Fehlfunktionen traten auf. Hamiltons Software aber konnte erfolgreich Aufgaben priorisieren und einen katastrophalen Fehlschlag verhindern. Das von ihr eigens eingefügte Priority Display, ein Bildschirm, der die reguläre Anzeige in kritischen Situationen ersetzen konnte. Ein Projekt, für das sie hatte kämpfen müssen. Dieses Display zeigte an, dass die Mission fortgesetzt werden konnte. Es gab ein Go-Go aus Houston und der Adler konnte landen. Es war ein kleiner Schritt für Armstrong. Einen Schritt, den er gehen konnte, weil Margaret Hamilton vorher mehr als eine halbe Million Schritte gemacht hatte. Insgesamt hatte sie 660.000 Zeilen Code geschrieben. Wir kennen Margaret Hamilton vielleicht nicht, aber sie hat Gewaltiges für die Menschheit geleistet. Zum 50. Jubiläum der Mondlandung wurde Margaret Hamilton mit dem vielleicht größten Monument geehrt, was je für einen Menschen errichtet wurde. Google ließ in der Mojave-Wüste in der USA die 107.000 Spiegel der Ivanpa Solar Facility so ausrichten, dass sie das Licht des Vollmondes einfingen. In dieser Nacht blickte eine Margaret Hamilton aus Mondlicht zu den Sternen auf einer Fläche von mehr als 3,6 Quadratkilometern. Über 50 Mal größer als die Fläche der Cheops-Pyramide. Und wenn ihr schon bis hier gekommen seid, ich habe ein winziges Anliegen in eigener Sache. Ihr findet hier und natürlich in der Beschreibung einen Link zu einem Film namens Der Neue, den Schülerinnen und Schüler meiner Schule gemacht haben. Mit diesem Video nehmen sie an einem Wettbewerb teil. Schaut doch gern mal rein und gebt dem Film ein Like, natürlich nur dann, wenn er euch auch wirklich gefällt. Danke dafür und danke, dass ihr das Video geschaut habt. Margaret, mittlerweile 86 Jahre alt, würde sie sich ja freuen. Danke auch an unsere Unterstützer auf Patreon. Ihr ermöglicht uns Videos wie dieses hier. Bis zum nächsten Sonntag und in diesem Sinne 42.